Tja, heute mal wieder auf dem Stand oder am Stand. Ich wollte heute mal die erste Schwarmkontrolle machen. Heute ist natürlich, wie es immer so ist, kein schöner Flugtag. Also die meisten werden zu Hause sein. Wird kein Spaß, glaube ich. Die Top-Bar-Hives. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt, da wollte ich auch noch auf Schwarmkontrolle, bei den beiden zumindest. Der eine ist ja ein bisschen mickrig, da habe ich noch gar nicht reingeguckt dieses Jahr. Ja. Die zweiten Honigräume habe ich schon drauf, wegen den extremen Zunahmen, damit die Platz haben. So schaut's aus. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ja, und die Schlehe ist am Abblühen und hier der Löwenzahn kommt jetzt, habe ich gesehen. Schön gelb. Aber wird noch nicht richtig beflogen. Scheinbar haben sie noch irgendwas anderes. Hier gerade habe ich mir hier die Jacke ausgezogen und was sehen meine Augen, meine geschwollenen? Das gibt's doch nicht. Wo habe ich die denn jetzt eingefangen? Bin noch nirgendwo dran gekommen. So, hier ist das Volk Nummer 6 von den Stockwagen mit den extremen Zunahmen. Da habe ich schon den zweiten Honigraum drauf und wenn wir hier oben reingucken, also den zweiten, den habe ich drunter gemacht. Also das war der erste. Das ist der zweite, den habe ich auch drunter gemacht, weil ich ja später den als erstes schleudere. Dann muss ich nicht wieder den anderen runterheben, sondern da die Bienenflucht zwischenlegen. Und dann kann ich den gerade runternehmen. Ja, und wie man sieht, sind sie am Verdeckeln. Also von oben sieht man schon die mittleren Warmen, das waren die ausgebauten. Und außen die Mittelwände sind natürlich noch nicht so weit, aber die haben ja noch Zeit. So, und da will ich jetzt mal in den Brutraum gucken, weil da hatte ich, weiß ich gar nicht wann, da hatte ich vor ein paar Tagen mal reingeguckt und mit einer Leerwabe erweitert, in Mittelwand glaube ich, weiß es nicht mehr. Brutraum war auch ausgebaut und jetzt wollte ich bloß gucken, ob sie das angenommen haben, weil die hatten viel verdeckelte Brut und das ist ja nicht so gut für die Schwarm. Für den Schwarmtrieb, sage ich mal. Ja, das mache ich jetzt. So, jetzt mal kurzer Blick in den zweiten Honigraum, den ich gegeben habe. Und man kann sehen, sie sind fleißig am Bauen. Die Mittelwände werden ausgebaut. Es sind ja wieder 5 Mittelwände und 5 Leerwaben. Aber hier ist natürlich noch nichts voll und das verdeckelt werden kann. Wie viel drin ist, sehe ich jetzt, wenn ich es abhebe, wie schwer die Kiste ist ungefähr. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich im Brutraum angelangt. Schauen wir mal, ob sie den Drohnenrahmen schon verdeckelt haben. Vielleicht schneiden wir den aus. Sind ziemlich ruhig, brauchte bis jetzt kaum Qualm, Rauch. Komisch. Oh ja. Oh ja, den kannst du noch. Den schneide ich nächste Woche. Obwohl. Mal gucken. Komischerweise haben meine ganzen Königin, ich glaube bis auf 1 oder 2, die Plättchen verloren. Ich habe wohl das falsche Klebemittel, Klebstoff. Oh, jetzt werden sie wild. Das war, glaube ich, nicht so gut. Hab so ganz sachte abgesetzt. Ich muss mir was holen.
So, dann mach ich doch mal ein bisschen Rauch. Bisschen. Guck ich mal, da hinten die neue, die haben sich einmal voll Honig gemacht. Ah, trotz langen Ohren. Ja, hier wird Pollen verbraucht. Hier ist ein Näpfchen. Oh, das sieht nicht so aus, als wäre es schon. No. Jetzt werden sie wild, weil sie alle zu Hause sind. Jetzt gucke ich mal in der Mitte nochmal ein Rähmchen an. Das habe ich, glaube ich, reingehangen hier letztens. Nee, das war es nicht. Junge Bienen, hier schlüpfen sie gerade alle. Gucken, und die nächste, ne, die Seite auch nicht. Da ist ein Hüpfchen. Oh, die sehen noch nicht so aus. Tja, wenn so viele Bienen drin sind, ist es schwierig. Oh, die hat einen Futterkranz und wird bestiftet. Vielleicht sehe ich ja die Königin, dann könnte ich sie gleich zeichnen. Hier unten sind auch Spielnäpfchen. Aber das sind alles Spielnäpfchen. Hoffe ich mal. Jo. Gut, dann machen wir wieder zu hier. Aber nicht langsam. Nicht noch länger hier. Gut. Drohnenrähmchen wieder rein.
So, dann bauen wir alles wieder zusammen. Also ich hatte ja bei der Frühjahrsdurchsicht, glaube ich, war es. Da habe ich ja den Drohnenrahmen ganz außen hingehangen, an Position 1 oder 10, wie man will. Und der wird super ausgebaut, tadellos bestiftet. Und daneben ist dann gleich noch eine Bootwabe. Wenn ich den an 2. Stelle hätte oder 9., dann würde wahrscheinlich die Außenwabe eine Futterwabe oder eine Pollenwabe oder sowas. Gerade bei einzagig geführten Völkern. Könnte sein, muss aber nicht. Aber ich habe an der, also bei einzagig, den Drohnenrahmen an der Position habe ich halt, bis jetzt hat das funktioniert. Habe ich ausgeschnitten hier, die liegen hier hinten. Da ist der 2., den ich ausgeschnitten habe schon. Der obere hier ist von dem Volk jetzt gerade. Damit sie wieder was zu tun haben und ich als den Rahmen als Schwarmbarometer nehmen kann. Weil sie Jungfernwachs eher mal so eine Schwarmzelle ausbauen oder dann ein Näpfchen da dran bauen, dann kann man das schneller sehen. Jo. Gut, mache ich weiter. Ja, und dann habe ich auch meine Meinung zu den Absperrgittern geändert, hier mit dem Rahmen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Und zwar, damit sie unten und oben drüber schön laufen können. Aber ich glaube, meine sind da nicht richtig gebaut. Da stimmt der B-Space nicht. Nach unten und oben. Hersteller sage ich jetzt nicht, aber ich glaube, die erkennt jeder selbst. Auch an den Beuten. Ja, ich habe jetzt einfach wieder normales reingelegt, oben auf die Oberträger vom Brutraum. Hier. Das ist die Unterseite, schön Drohnenbrut. Da scheint jede Menge Platz zu sein. So, das ist das vorletzte Volk, was ich noch durchschauen muss. Und natürlich die Topper heißt, das ist hier das Volk aus den 2 zusammengelegten 5 Warmableger. Wo die eine Mutti drohnenbrütig war. Das ist der 2. Honigraum hier oben. Sieht man das? Gucken. Bisschen hoch. Den habe ich auch vor kurzem draufgestellt. Das ist der 1. Das ist das, die Brutraumzarge. Und bei der Beute habe ich erst gar kein gerahmtes Absperrgitter mitbestellt. True. Wie gehabt, am Rand der Baurahmen. Mhm. Da ist er. Ausgebaut, bestiftet, verdeckelt. Den gucke ich mir mal genau an jetzt an den Rändern, wegen den Spielnäpfchen. Noch nichts zu sehen hier. Hier auch nichts. Den lasse ich mal noch drin, weil da offene Boot ist. Die ist noch ein guter Futtersaftverwerter. Das
sich gut gemacht. Ja, fast alles belegt. Eine gucke ich noch und schickt's. Ah, gut, dass ich geguckt habe. Hier sind die Spielnäpfchen. Ach, hier hatte ich die Brut ausgeschnitten, genau. Also wenn die schon... Moment, da muss ich mal reingucken. Jawohl, ein Stiftchen drin. Und gut, dann muss ich noch einen schröpfen. Gucken, ob hier noch ein Stiftchen drin ist. Ja, dann nehmen wir doch gerade die Wabe. Gucken, muss ich noch die Königin suchen. Also die mag die Wabe merken hier. Das hätte ich nicht gedacht. Dass die ein Schwarm. Oh, das ist ja bedrohend, die kommt raus. Drohnenrähmchen verdeckelt. Mit. Ach, das waren die Waben, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß gar nicht, ob die gezeichnet war. Boah. Was willst du denn? Ach du alle Welt, hier Leute, eine Hornisse mit Punktlandung auf der Hand. Machst du dich ab? Ah, da ist sie. Die bringen wir in Sicherheit erstmal, jetzt können wir so, die war aber wieder zurück. Jetzt die andere raus. Mit der Weisel, mit dem der Nachschaffungsdingsbums. Da, ja. Gut. Die bringe ich jetzt. Jetzt werde ich verfolgt. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Wie kommt jetzt hier? So, jetzt brauche ich noch ein paar Bienchen und die Besen. Die wollte ich ja sowieso rausnehmen. Genau, die nehme ich mit.
jetzt noch eine Farbe. Gucken, ob da junge Bienen drauf sind. Jo. Nehmen wir die noch. Das reicht dann. Jetzt können wir wieder zusammen bauen. Das war die Drohnenwaube. Zwei waren raus. Muss ich zwei neue hinein. Na, zwei Mittelwändchen. Mit ins Brutnest. Ach Quatsch, ich muss hier noch durchgucken. Oh, hier waren viele junge Bienen. Gut. Die Nummer. Ach komm, lassen wir sie frei.
So, jetzt so wieder alles zusammen. Noch notieren, dass die Schwarm lustig waren. Tschö. Jetzt schauen wir noch die letzte durch. So, die Brutwarm habe ich jetzt hier in meine Begattungseinheiten, also in zwei Kammern, jeweils eine Brutwarbe von den schwarmfreudigen Völkern, also züchtig quasi oder ziehe aus den Schwarmzellen die Königin. Mal schauen, was das wird. Das habt ihr halt nicht gesehen jetzt gerade, wo ich die da rausgenommen habe und da reingemacht habe. Da habe ich dann noch eine Mittelwand dabei. Oben ist noch so eine Kammer für Futter. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Aber die habe ich ja, glaube ich, schon mal vorgestellt. So, da liegt jetzt diese Futter drin. Folie drüber, damit es nicht so schnell austrocknet. Und das war's. Kleines Flugloch. Und da können wir in, was weiß ich, sind ja erst bestiftet. Das dauert halt eine Weile, bis die schlüpfen. 15 Tage, 16 Tage. Alles klar. So, jetzt ab zum letzten Wirtschaftsvolk. Ja, das ist das Volk, eintagig überwintert. Von denen, was ich gerade gezeigt habe, von den Begattungseinheiten zusammengelegt. Die beim Auflösen halt anfallen. Und das ist jetzt das Letzte, wo ich reingucken muss von den Wirtschaftsvölkern. Und dann muss ich halt noch die Top-Bars. Schauen wir mal. Ja, da ist schon was drin. Aber unten, wie ich sehe, auch am Rand. Jo. Das Brut nicht verhunigt. Entschuldigung. Ja, sonst kriege ich die natürlich nicht raus. Dickwarbe. Müssen wir irgendwo in der Mitte anfangen. Ja, die geht schon besser. Ach, die haben ja noch keine Bausperre drin. Ein bisschen Arbeit. Unten ist alles verbaut.
So, hier hat das nicht so geklappt. Also ein Baurahmen ist es schon mit Honig. Also mit Nektar, mit Futter. Nektar verdeckelt ist Honig. Ja. Schön wär's, wenn ich die Königin finden würde. Und natürlich klar, ab in die Versenkung. Sowas macht man natürlich nicht gern, aber wenn man gepennt hat. Kann ich natürlich auch die Königin bei killen.
So eine Schwanstimmung sind die nicht. Ach. So viele Bienen. Ich hätte vielleicht die Zarge kippen sollen und dann... Muss ich sowieso noch machen. Oh, dann habe ich es gleich mal durchgeschaut. So, letzte noch. Das ist ein Wahnsinn. Boah, ist die schwer.
Fazit, keine Schwarmstimmung, aber Bausperre vergessen. So, 2-2, die. Das hätte ich doch besser von unten machen sollen. Achso, die war ja aus der Mitte. Stimmt ja. Muss ich die wieder rein tun hier? Baurahmen rein. Die war hier. Da. So, dann hoffen wir mal, die Königin ist noch da. So, gut, ich hoffe, ne? Da, Wachsmorden. Was ist der Teufel los? Bloß, weil der Imker vergessen hat, die Bohrsperre rein zu machen. Na gut, ich hätte es ja auch lassen können. Aber da habe ich ja keine Kontrolle. Beim Warmziehen reißen die ja sowieso ab. Das sind unschöne Arbeiten. Und jetzt werden mit Sicherheit Bienen gequetscht. Ich kann es aber nicht ändern. Das sind zu viele. Mein Fehler. Gut, jetzt können wir es aber zumachen. Die Bausperre kann ich von hinten reinschieben.
So Leute, das hat keinen Spaß gemacht. Jetzt muss ich noch die Bausperre suchen. Wo wird die denn? Da hängen sie. Das war's erstmal. Da gucke ich die Tage nochmal rein, ob ich die Königin. Ob die Königin noch da ist. Das wird ja dann einfacher. Gut. Das war mal wieder was aus der Imkerei. Mit Spaß und mit ohne Spaß. So, jetzt gucke ich noch in die Topper Hives. Und vielleicht mache ich da auch ein extra Video oder ich mache das hier mit dran. Mal schauen.